Wir sind der Anker eines großen, komplizierten und wichtigen Finanzsystems. Sie wacht über die wohl bedeutendste Währung, die es gibt. Sie ist nicht durch Gold abgesichert. Sie beruht nur auf dem Vertrauen der Menschen in die Vereinigten Staaten. Die amerikanische Zentralbank gilt als die mächtigste Bank der Welt. Die Zentrale der Federal Reserve in Washington. Was die amerikanische Zentral- und Notenbank beschließt, findet überall auf der Welt Beachtung. 1913 hat der amerikanische Kongress das Federal Reserve System gegründet, um den Dollar zu einer stabilen und trotzdem flexiblen Währung zu machen. 12 regionale Ableger, vergleichbar mit den früheren deutschen Landeszentralbanken, sind unter ihrem Dach vereinigt. Alle wichtigen Entscheidungen fallen hinter diesen Türen. Alan Greenspan steht der Fed seit 1987 vor. Morning everyone. I trust you all had a pleasant weekend. Die Frauen und Männer in diesem Raum üben mehr Macht aus als jeder andere Banker. Sie herrschen über die Zinssätze, zu denen amerikanische Banken ihr Geld verleihen, und bestimmen damit, wie viel Dollar die US-Bürger vor ein neues Auto hinblättern müssen. Und sie steuern das System, wie die Bürger ihre Rechnungen bezahlen, sei es bar oder mit Kreditkarte. Ihr Ziel: kontinuierliches Wirtschaftswachstum ohne Inflation. Man versucht, einen zu raschen Aufschwung zu vermeiden, der unausweichlich zum wirtschaftlichen Kollaps führen würde. Ein ehrgeiziges Unterfangen, zumal in heutigen Zeiten. Die Technik, besonders die Elektronik, hat neue Strukturen geschaffen. All das hat dazu geführt, dass das Geschäft der Zentralbanken ungeheuer vielschichtig geworden ist. New York. Hier schlägt das Herz der Weltwirtschaft. Ganz in der Nähe der Wall Street, wo rund um die Uhr Aktien den Besitzer wechseln, hat die Federal Reserve Bank des Staates New York ihren Sitz. Sie ist die bedeutendste der 12 regionalen Banken, die das Federal Reserve System bilden. Entsprechend eindrucksvoll ist das Gebäude, in dem sie residiert. 1924 gebaut, ist es einem italienischen Renaissance-Palazzo nachempfunden. Unsere Federal Reserve Banken sind greifbare und sichtbare Symbole des Finanzsystems, dem sie dienen. Das Zentralbankgebäude sollte einen seriösen Eindruck machen. Etwas, auf das man bauen konnte. Es sollte den Menschen gefühlsmäßig ansprechen. Und das tut es immer noch. Die Federal Reserve von New York ist die einzige Bank, die im Namen der US-Regierung mit fremden Regierungen, ausländischen Zentralbanken und internationalen Vereinigungen Geschäfte machen darf. Aber darüber sollten die New Yorker ihre eigentliche Aufgabe nicht vernachlässigen, die lokalen Banken in ihrem Geschäftsbereich mit Geld zu versorgen. Der Zinssatz, der diesen Krediten zugrunde liegt, resultiert aus den Handelsgeschäften. An der Börse werden die Geschäfte gemacht, auf deren Basis die Federal Reserve den Leitzins steuern kann. Nach dem Leitzins wiederum richten sich alle anderen Zinssätze aus. Ein Hebel, der die Zinsen nach oben oder unten bewegt, sind staatliche Schuldverschreibungen, sogenannte IOUs. Täglich wechseln sie hier im Wert von 185 Milliarden Dollar den Besitzer. Entweder wir fügen dem Geldkreislauf Geld zu oder wir entziehen es ihm. Wenn man Geld zufügt, senkt das die Zinsen. Wenn man Geld aus dem Kreislauf herauszieht, geht der Zinssatz nach oben. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe der New Yorker Zentralbank. 25 Meter unter der Erde lagert ein Schatz, der umso überraschender ist, als der US-Dollar nicht durch Goldreserven gedeckt ist. Einige Drehungen am Handrad und wie von Zauberhand öffnet sich eine schwere Stahltür. Sie gibt den Weg frei zu einem luft- und wasserdichten Tresorraum. Hier lagert mehr Gold als irgendwo sonst in der Welt. Etwa ein Drittel der weltweit offiziell gemeldeten Reserven.
Gold im Wert von über 60 Milliarden Dollar. Gold, das zum größten Teil nicht den Vereinigten Staaten von Amerika gehört. Wenn ausländische Zentralbanken ihr Gold sicher aufbewahren wollen, bringen sie es nach New York. Jeder Goldbarren wiegt 12,3 Kilogramm und ist, je nach Tageskurs, weit über 100.000 Dollar wert. Die Arbeiter tragen stabile Schutzkappen über ihren Schuhen, um Verletzungen zu vermeiden. Für die Verwaltung des Goldes braucht es wenig Technik. Die Barren werden mit Muskelkraft hin und her bewegt. Bis vor kurzem wurde ausschließlich mit solchen mechanischen Wagen gewogen. Der Tresorchef bestätigt jede Messung. Ein einfaches, aber wirkungsvolles Verfahren. Die Wagen können Gewichte messen, die leichter sind als ein Reiskorn. Manchmal muss das Gold an einen anderen Ort transportiert werden. Das ist die Aufgabe eines privaten Sicherheitsdienstes. Für seine Mitarbeiter ist so ein Job nichts Besonderes. Schließlich sind Goldbarren nur schwere Objekte, die von Punkt A nach Punkt B gebracht werden müssen. Wer weiß, ob sie vorsichtiger mit ihrem Frachtgut umgingen, wenn der Dollar noch durch Gold gedeckt würde. Einzig das Vertrauen in die Regierung verleiht der US-Währung ihre Stabilität. Sie ist nicht durch Gold gedeckt. Sie beruht nur auf dem Vertrauen der Menschen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Daten, nicht Goldbarren, bestimmen die Zukunft der Zentralbank. Die Online-Zentrale der Federal Reserve, das Gehirn des elektronischen Bankenwesens in den USA. Wo sie sich befindet, ist streng geheim. Hier laufen alle Daten eines elektronischen Zahlungssystems zusammen, das Fedwire heißt. Die Federal Reserve Banken und das Finanzministerium nutzen es, um hohe Beträge zu verrechnen. In wenigen Minuten können Millionen Dollar von einem Konto zu einem anderen verschoben werden. Fedwire ist schnell, billig und sicher. Täglich werden hier etwa 2 Billionen Dollar verrechnet. Bräche eines unserer elektronischen Systeme plötzlich zusammen, würde die Wirtschaft mit einem Ruck stillstehen. Eine sehr ernste Situation. Wir müssen unsere Systeme unter allen Umständen funktionsfähig halten, rund um die Uhr. Der Elektronik mag die Zukunft gehören. Noch aber spielen herkömmliche Zahlungsweisen die größte Rolle im Alltag. Amerikaner stellen mehr Schecks aus als jedes andere Volk der Welt. Wenigstens eine solche Sortiermaschine steht in jeder der 12 Federal Reserve Banken. Sie verarbeitet bis zu 1.800 Schecks in der Minute. Tag für Tag durchlaufen so über 2,5 Millionen Schecks all diese Verteiler und Weichen. Insgesamt 5,5 Millionen im Bereich der New Yorker Zentralbank mit einem Gesamtwert von 19 Milliarden Dollar. Sie werden nach der ausstellenden Bank sortiert, bevor Computer die entsprechenden Konten belasten und die Beträge den Empfängern gutschreiben. Vermutlich werden aber künftig elektronische Zahlungssysteme die Schecks verdrängen. Neben der Scheckbearbeitung bieten die 12 Federal Reserve Banken einen weiteren klassischen Bankservice an: Bargeld sicher zu verwahren. Das ist die Federal Reserve Bank von Cleveland. In den 1920er Jahren bewachten Männer mit Maschinenpistolen das Gebäude. Sicherheit ist immer noch ein wichtiger Faktor, auch wenn keine der Zentralbanken jemals ausgeraubt wurde. Als die Clevelander Niederlassung vor einigen Jahren von Grund auf renoviert wurde, wanderte ein beträchtlicher Teil der Baukosten in moderne Sicherheitstechnik. Ja.
Ich darf Ihnen nicht sagen, wie viele Kameras hier installiert sind. Das unterliegt der Geheimhaltung. Aber die Zahl geht in die Hunderte. Sie können sich hier nicht bewegen, ohne von einer erfasst zu werden. Doch es sind eher die unsichtbaren Bausteine, die das Sicherheitssystem so wirkungsvoll machen. Mittlerweile haben wir so eine Art Krieg-der-Sterne-Technik installiert. Wärmesensoren, Bewegungs- und Geräuschmelder, Mikrowellenmelder, Infrarot und biometrische Scanner. All die Technik dient nur einem einzigen Zweck: das zu schützen, was diese gepanzerten Fahrzeuge transportieren. ...480 lokale Banken laden hier täglich ihre wertvolle Fracht ab. In diesen Säcken steckt Geld. Mehr Geld, als jeder von uns jemals in seinem Leben zu Gesicht, geschweige denn in die Finger bekommen wird. Allein auf diesem Tisch stapeln sich, fein säuberlich verschnürt, mehr als 10 Millionen Dollar. Jedes dieser Bündel besteht aus 1000 Banknoten. Eine Aufgabe der Federal Reserve Banken ist es, das Notengeld ständig zu kontrollieren. Früher war das reine Handarbeit. Heutzutage, da mehr als 12 Milliarden Geldscheine im Umlauf sind, ist das Verfahren automatisiert. Diese Maschinen verarbeiten Tag für Tag insgesamt 16 Millionen Geldscheine. Die elektronischen Sensoren zählen nicht nur. Sie prüfen jede einzelne Banknote auch auf ihre Abnutzung. Aussortierte Scheine wandern in den Schredder, der sie zu schmalen Streifen verarbeitet. Die werden zu handlichen Paketen gepresst und dann in Deponien verbrannt. So wandern Jahr für Jahr mehr als 7000 Tonnen Geld in die Verbrennungsanlagen. Die Lebenserwartung einer amerikanischen Banknote hängt vom Nennwert ab. Eine 1-Dollar-Note lebt 18 Monate, also 1,5 Jahre. Eine 100-Dollar-Note bis zu 8,5 Jahre. Banknoten, die Qualitätsprüfung bestanden haben, werden zu Tausenderbündeln geschnürt und verstaut, bis die jeweilige Lokalbank das Geld wieder benötigt. Die Summe wird im Konto der Bank gutgeschrieben. Jede Bank in den USA soll wenigstens 3% ihres Bargeldes auf ihrem Konto bei der Zentralbank liegen haben. Dieser ganze Aufwand wird aber nicht nur betrieben, um verunreinigte oder eingerissene Banknoten aus dem Verkehr zu ziehen. Die Maschinen sortieren auch scheinbar saubere Scheine aus. Jede aussortierte Note wird von einem spezialisierten Mitarbeiter, einem sogenannten Cash-Processor, unter die Lupe genommen. Diese Leute fühlen es, wenn ein Schein gefälscht ist. Das Papier fühlt sich einfach anders an. Nicht richtig. Alle Fälschungen werden an den Secret Service geschickt. In dessen Hauptquartier in Washington landen täglich Tausende dieser Blüten. Wir sprechen von ungefähr 40 Millionen Dollar Falschgeld. Diese Zahl versuchen wir zu senken. Doch sie nimmt eher zu. Schuld daran sind immer schnellere Computer und hochwertigere Farbdrucker. Eine ausgesprochen lästige Folge der technischen Neuerungen des vergangenen Jahrzehnts. Die digitale Revolution hat es erheblich leichter und wesentlich billiger gemacht, eine vernünftige Blüte herzustellen. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, hat die US-Notenbank sich entschlossen, neue Dollarscheine herauszugeben. Dafür zuständig ist eine Bundesbehörde, das Amt für Prägung und Druck in Washington. Thomas Ferguson leitet die Behörde seit 1998. Er hat sich überall auf der Welt informiert, wie man Geld fälschungssicher machen kann. An der roten Plastikeinlage dieses brasilianischen Geldscheins scheitert jeder Kopierer und Scanner. Ebenso am Wasserzeichen der englischen Pfundnote.
Ausgefallene Farbkombinationen, detailreiche Abbildungen und unterschiedliche Größen der Scheine verderben den Fälschern ihr Geschäft. Doch welche Kennzeichen sollen künftig den Dollar schützen? Schließlich ist er seit langem unverändert in Aussehen und Größe. Und sein Geld verändert kein Staat so nebenbei. Unsere Währung ist sehr traditionsverhaftet. Die gleiche Farbe auf beiden Seiten, alle Scheine gleich groß, dieselben Motive. Wir schätzen das und die amerikanische Öffentlichkeit schätzt es auch. Es vermittelt das Gefühl von Vertrauen und Zuversicht. Und da neigt man nicht gerade zu Veränderungen. Die letzte nennenswerte Neugestaltung des Dollars war 1928. 15 Jahre nachdem der Kongress der Federal Reserve das exklusive Recht zur Notenausgabe zugesprochen hatte. Zuvor konnten jeder Staat und sogar viele Banken ihr eigenes Geld herausgeben, was natürlich Fälschungen erleichterte. 1865 gab es 7000 verschiedene Dollar-Designs, fast die Hälfte des im Umlauf befindlichen Geldes war gefälscht. Deshalb rief Abraham Lincoln eine Polizeieinheit ins Leben, die sich ausschließlich um Falschmünzer kümmern sollte, den Secret Service. Es ist wenig bekannt und eine Ironie der Geschichte, dass Lincoln die Verfügung, den Secret Service zu gründen, am 14. April 1865 unterzeichnet hat. Am Abend desselben Tages ist er bei einer Aufführung im Ford Theater ermordet worden. Deshalb schützt der Secret Service seit 1902 den Präsidenten vor Attentaten. Eine zusätzliche Aufgabe. Seit 1996 lässt die Federal Reserve ihre Geldscheine überarbeiten. Nur die 1-Dollar-Note blieb bislang unverändert. Die augenfälligste Neuerung? Ein größeres Porträtbild leicht links der Mitte. Neu waren auch die abgebildeten Personen. Eine neue Währung auszugestalten ist aufwendig. Ein großer Teil der Arbeit wurde in diesem Büro des Amtes für Prägung und Druck geleistet. Der Graveur Will Fleischl überträgt ein Wachsrelief des neuen Lincoln-Porträts auf eine Stahlplatte. Dann schneidet er die Konturen in den Stahl. Kein Schnitt darf tiefer sein, als ein menschliches Haar dick ist. Ohne eine 6- bis 10-fache Vergrößerung ist es kaum möglich, die gravierten Linien zu erkennen. Und doch wird es gemacht. Die feinen Details erschweren nicht nur das Fälschen. Auch der Graveur muss außerordentlich genau arbeiten. Man muss lernen, kontrolliert zu atmen und sich daran gewöhnen, stundenlang durchs Vergrößerungsglas zu starren. Das Schwierigste an der Arbeit? Der Graveur schneidet ein Negativ in den Stahl. Wenn man seitenverkehrt zeichnet, muss man sich ständig selbst überlisten. Manchmal sitzt er 8 Monate an einem einzigen Porträt. Ich mag es zu sehen, wie das Bild wächst. Lincoln war ein großer Mann, hatte aber einen sehr rauen Humor. Mit dem konnte man sicher gut reden. Das versuche ich im Bild zu vermitteln. Porträts auf Geldscheinen dienen der Sicherheit. Die Menschen sind Gesichter gewohnt. Sollte jemand versuchen, diesen Benjamin Franklin nachzumachen, dann muss er sehr gute Arbeit leisten. Andernfalls würde man das sofort merken. Mikroschrift nennt man ein anderes Sicherheitsmerkmal auf den neuen Banknoten. Einige gravierte Buchstaben sind nur etwa 1/5 Millimeter klein. Zu klein für jeden Kopierer. Auch diese Buchstaben sind Handarbeit, aus 2 Gründen. Die Handgravur verschafft uns nicht nur die beste, sondern auch eine fälschungssichere Abbildung. Nicht einmal derselbe Graveur kann eine vollkommene Kopie seines eigenen handgefertigten Originals erzeugen. Vor Missbrauch schützt auch die Regel, dass immer mehrere Graveure an einem Motiv arbeiten.
Sind Porträt und Buchstaben graviert, ist die Urdruckvorlage fertig. Es gibt eine für die Vorderseite der Banknote und eine für die Rückseite. Davon werden dann die Druckplatten hergestellt. Ein ausgesprochen kompliziertes Verfahren. Zunächst wird eine Spezialfolie auf die Druckvorlage gelegt. Vorlage und Folie wandern in einen Ofen, der bei einer Temperatur von etwa 120 Grad die Abbildung als Relief auf die Folie brennt. Das Ergebnis heißt Einzelnutzen. Dann wird die Folie vermessen, um die Höhe der Relieflinien zu überprüfen. Sollte sie nicht den Standards entsprechen, wird sie weggeworfen. Folien, die der Überprüfung standhalten, werden zusammenmontiert. Jeweils 32 passen auf eine große Folie, den sogenannten Nutzen. Dieser wird dann dünn mit Silber beschichtet und in ein sogenanntes galvanisches Bad gesenkt. Unter Einwirkung von Strom setzt sich dort eine Schicht aus Nickel auf der Folie ab. Der ganze Prozess des Galvanisierens dauert 22 Stunden. Die Folie wird nicht mehr weiterverwendet. Die Nickelschicht ist die eigentliche Druckvorlage. Aber noch ist die Arbeit nicht beendet. Eine Speziallösung spült die Silberreste aus. Dann werden die Druckvorlagen maschinell auf eine Dicke von 0,75 mm abgeschliffen. Der nächste Schritt. Eine Chromschicht härtet sie aus und stabilisiert sie. Jede Vorlage wird exakt für die Druckmaschine zurechtgeschnitten. Bis zu 32 Millionen Banknoten kann man von einer einzigen Vorlage drucken, bevor sie unbrauchbar wird. Es versteht sich von selbst. Die Druckvorlagen sind außerordentlich wertvoll. Das Design des Dollars zu verändern, ist nur eine Waffe im Kampf gegen Falschgeld. Eine andere ist das Material, auf dem die Scheine gedruckt werden. Seit 1879 stellen Crane und Company in Massachusetts das Papier für den Dollar her. Der Auftrag an Crane ist, wir wollen größtmögliche Fälschungssicherheit, aber ändert auf keinen Fall, wie sich das Papier anfühlt. Wie sich das Papier anfühlt, hängt zum Teil vom Rohmaterial ab, das verwendet wird. Hauptsächlich Abfallprodukte, Baumwolle, Leinen, Jeansstoff. Es hat sich herausgestellt, dass Jeansstoff, seitdem er von Levi Strauss erfunden wurde, das Gewebe mit der qualitativ hochwertigsten Baumwolle ist. Die wesentlichen Schritte der Papierherstellung sind seit Jahrhunderten nahezu unverändert. Zunächst wird die zerkleinerte Baumwolle in einen großen Container geschüttet. Nach Zugabe eines Reinigungsmittels wird der Deckel fest verschraubt und der Kochvorgang startet. Der Container, der sogenannte Zellstoffkocher, misst mehr als 4 Meter in der Breite und schwebt 2,5 Meter über der Erde. Ganz aus Gusseisen fasst er gut 3 Tonnen Baumwolle. Im Innern steigt die Temperatur auf nahezu 140 Grad Celsius. 2,5 Stunden später. Die Baumwolle ist durch Dampfdruck und Kalkzugabe gereinigt worden. Das Ergebnis ist Zellulose, zellstofffrei.
Aber gutes Papier wird daraus noch lange nicht. Dazu muss die Zellulose noch eine gewaltsam anmutende Prozedur durchlaufen. Sie wird mit Chemikalien bearbeitet, zu einem Brei geschlagen und großflächig über ein engmaschiges Sieb verteilt. Hier tropft der Großteil des Wassers ab. Ausgerollt zu einer langen Bahn, ist das Ergebnis aber immer noch zu matschig. Es sind auch nach wie vor zu viele Verunreinigungen in der Masse. Deshalb geht das Ganze nochmal von vorne los. Diesmal aber enthält der Bottich Bleiche, um möglichst weißes Papier zu erzielen. Von hier wandert der Brei in eine Presse, die unter hohem Druck das restliche Wasser herauszieht. Endlich wird die Papierbahn in große Bogen geschnitten. Bis hierher verläuft der Prozess wie bei jeder anderen Papierherstellung. Es sind die Sicherheitsmerkmale, die das Notenbankpapier zu etwas ganz Besonderem machen. Um den Sicherheitsfaden zu entwickeln, haben die Ingenieure bei Crane mehr als 7 Jahre gebraucht. Ein 4 Kilometer langes, aufgerolltes Band wird zunächst in 1,5 Millimeter breite Streifen geschnitten. Hier ist in 75-facher Vergrößerung zu erkennen, dass im Faden mikroskopisch kleine Buchstaben eingeschlossen sind, die den Wert des Scheins nennen. Jeder Buchstabe besteht aus mehreren Schichten Spezialfolie. Wie der Faden in den Schein gebracht wird, ist geheim. Dagegen sollte jeder seine einzigartige Eigenschaft kennen. Nur im Gegenlicht ist er zu sehen, weshalb er bei einem farbkopierten Geldschein fehlt. Es ist sehr leicht zu kontrollieren, ob der Faden vorhanden ist oder nicht, und es ist sehr schwer für Fälscher, das nachzuahmen. Wenn Sie also einen Schein bekommen, auf dem dieser Faden nicht zu sehen ist, sollten Sie misstrauisch werden. Zusätzlich leuchten die Fäden unter ultraviolettem Licht in unterschiedlichen Farben auf, je nach Wert. Die 20-Dollar-Note zum Beispiel in grün. Bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt sich ein anderes Sicherheitsmerkmal, das Wasserzeichen. Die Herstellung eines Wasserzeichens beginnt mit einem Relief. Dabei wird das Motiv in eine von hinten beleuchtete Wachsplatte geschnitten. Tom Gardner hat das Porträt Benjamin Franklins für die neue 100-Dollar-Note gefertigt. Flächen, Linien, Licht und Schatten, all das entsteht einzig durch die Tiefe der Schnitte. Dann wird ein Positiv- und ein Negativrelief aus Bronze hergestellt und die Zeichnung durch Druck auf ein dazwischenliegendes Kupfersieb übertragen. Im Testlabor erhält man eine Vorstellung davon, wie das Wasserzeichen ins Papier kommt. Das Kupfersieb wird in einen Apparat eingespannt. Für den Test wird ein Zellstoffgemisch verwendet, ähnlich dem zur Herstellung des Banknotenpapiers. Das ablaufende Wasser lässt die Papierfasern auf dem Sieb zurück, wobei sich die Fasern verstärkt in den Vertiefungen des Reliefs sammeln, während sie sich auf den erhöhten Stellen in geringerem Maße absetzen. Nun wird der Zellstoff, in dem sich das Porträt abgebildet hat, mit Hilfe eines saugfähigen Papiers abgenommen. Die Porträtlinien ragen heraus. Zuletzt ein Schnelltrockenvorgang, wobei das Papier zusammengepresst wird. Das Ergebnis? Ein flüchtiges, scheinbar dreidimensionales Abbild des amerikanischen Staatsmanns, das weder hervorsteht noch geprägt ist. Diese Arbeitsschritte führen Papierhersteller seit vielen, vielen Jahren durch. Wir haben sie nur verfeinert. Crane hält das Verfahren für eines seiner wichtigsten Geheimnisse.
So geheim, dass der Arbeitsschritt, in dem das Wasserzeichen tatsächlich in das Papier gebracht wird, neugierigen Augen verborgen bleibt. Alle 15 cm ein Wasserzeichen. Dieses Porträt Andrew Jacksons, 7. Präsident der USA, wird den 20-Dollar-Schein zieren. Doch zunächst muss das Banknotenpapier, jetzt mit dem Wasserzeichen, chemisch behandelt werden, damit die Druckfarbe besser haftet, bevor 25 Trockner bei 150 Grad Celsius die letzte Flüssigkeit heraussaugen. Zum Schluss folgt die Qualitätsprüfung. Wir müssen sicherstellen, dass jedes Element des Papiers, sei es das Wasserzeichen oder der Sicherheitsfaden, genau an der Stelle ist, wo es hingehört. Vierzehn Kameras übernehmen diese Aufgabe. Überall, wo sie eine Unregelmäßigkeit feststellen, brennt ein Laser ein winziges Loch. Der kleinste Fehler beim Abwickeln des Sicherheitsfadens könnte das Papier während seiner Reise durch die Papiermaschine zerstören. Zwischen 3,5 und 4 Tonnen wiegt so ein Papierballen. Ausgerollt an die 18 Kilometer lang reicht er, um 3.200.000 Scheine zu drucken. Aber noch ist es nicht so weit. Ist das Papier immer noch zu feucht, kann es verrotten. Deshalb werden Proben genommen und gewogen. Enthält eine Probe mehr als 6% ihres Gewichts an Feuchtigkeit, wird der Ballen wieder zu Zellstoff verarbeitet. Auch die Temperatur muss genau stimmen. Diese fast 130 Jahre alten Maschinen nehmen eine Papierprobe immer und immer wieder in die Mangel. Reißt das Papier, bevor es 8000 Mal gefaltet wurde, wandert ebenfalls der ganze Papierballen wieder in den Zellstoffkocher. Rollen, die die strengen Inspektionen überstanden haben, werden zunächst in kleinere Rollen aufgeteilt und dann an eine Hochgeschwindigkeitsschneidemaschine verfüttert. Jeder Bogen ergibt 32 Geldscheine. Auch jetzt kommt es noch vor, dass ein Kontrolleur eine ganze Papierrolle aussondert. Die fertigen Bogen werden zu je 20.000 Stück gestapelt und verschnürt. Wenn so ein Stapel fertig ist, haben wir eine ganze Menge Know-how investiert, um aus einem nahezu wertlosen Material das vielleicht begehrteste und wertvollste Papier auf der ganzen Welt zu machen. Deshalb verlässt das Papier die Fabrik auch nur unter bewaffnetem Schutz. Das Ziel dieser Ladung ist das Amt für Prägung und Druck in Washington. Dort sollen ab heute die neuen 5-Dollar-Scheine gedruckt werden. Zum letzten Mal prüfen geschulte Augen die Druckplatten, bevor sie, jeweils 4 an der Zahl, in die Druckzylinder gespannt werden. Pro Umdrehung entstehen 128 Scheine. Unser Amt stellt durchschnittlich 38 Millionen Scheine pro Tag her, mit einem Nominalwert von ungefähr 400 Millionen Dollar. Für so viel Geld braucht man sehr viel Farbe, mehr als 3 Tonnen täglich. Die genaue Zusammensetzung der Spezialfarbe ist, wie überall anders auf der Welt auch, streng geheim. Zunächst speist man die Druckmaschine mit der Farbe. Danach werden die Papierbogen eingelegt. Vorder- und Rückseite werden separat bedruckt. Das Porträt muss klar und deutlich zu erkennen sein. Ganz wichtig: Das Papier muss immer exakt eingelegt sein.
Ein Mitarbeiter platziert jeden Bogen neu, der auch nur im geringsten Maße von seiner Position abgewichen ist. Nun beginnt der eigentliche Druckvorgang. Bei maximaler Geschwindigkeit spuckt die Druckmaschine etwa eine Viertelmillion Scheine pro Stunde aus. Der Dollar wird im Intaglio-Verfahren gedruckt. Wir prägen das Papier, indem wir es in die Vertiefungen hineinzwängen. Daher mutet es wie ein Relief an. Und wieder eine Qualitätskontrolle. Als erstes testen die Kontrolleure, ob die Bogen nicht aneinander haften. Jeder Geldschein wandert durch einen Scanner. Elektronische Sensoren prüfen den Stand des Wasserzeichens und die Positionierung des Sicherheitsfadens. Ein Geldschein wird aussortiert, wenn der Abstand zwischen Notenrand und bedruckter Fläche größer ist als 2,5 mm. Andere Sensoren messen den Deckungsgrad der Druckfarbe. Jeder Bogen wird gewendet, damit Vorder- und Rückseite geprüft werden können. Doch auch Maschinen können irren. Deshalb nimmt ein Techniker noch einmal einige Stichproben unter die Lupe. Was jetzt folgt, ist der entscheidende Schritt, der aus bedrucktem Papier Banknoten macht. Jeder Schein bekommt eine Seriennummer, die aus Buchstaben und Ziffern besteht. Sie ist quasi die Geburtsurkunde eines Geldscheins. An zwei Stellen auf der Vorderseite des Dollars platziert, verweist sie auf die Federal Reserve Bank, die das Geld in Auftrag gegeben hat. Neben der Seriennummer werden jetzt auch die Siegel des Federal Reserve Systems und des Finanzministeriums aufgedruckt. Die Zacken und Punkte im Finanzministersiegel sind ein weiteres Sicherheitskriterium, da man sie nur schwer kopieren kann. Und abermals folgt eine genaue Prüfung. Diesmal sind es zwei Fachleute, die zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen müssen. Endlich erhalten die Dollarbogen den letzten Schliff. Blockweise werden sie zu einzelnen Scheinen geschnitten. Viele Stunden Arbeit haben aus Papierschnitzeln und Farbe das begehrteste Produkt der Welt gemacht: Geld. Jeweils 10 Hunderter Päckchen der neuen Scheine werden gebündelt, folienverschweißt und mit einem Barcode versehen. Der Code ermöglicht es der Federal Reserve, den Weg zu verfolgen, den das Geld nimmt. Geldscheine drucken rentiert sich. Jeder Schein, egal ob der Nennwert 1 oder 100 Dollar beträgt, kostet in der Herstellung dasselbe, 4 Cent. Wir erzeugen ein Produkt, das den Menschen sehr leicht nahezubringen ist. Wenn ich gefragt werde, was ich produziere, und ich sage Geld, weiß jeder, um was es geht. Überall auf der Welt kennen die Menschen unser Produkt. Alle benutzen es und jeder will mehr davon haben. Die druckfrischen Dollarscheine landen bei einer der regionalen Federal Reserve Banken, zum Beispiel in der Scheck- und Bargeldzentrale der Landeszentralbank von New York in New Jersey. Die Reise des Geldes wird genau überwacht. Wir sind für jeden einzelnen Schein verantwortlich. Den Überblick über das Geld zu behalten, das in unseren Besitz gelangt, ist von entscheidender Bedeutung.
Der Großteil der neuen Banknoten wird aussortierte Scheine ersetzen. Der kleinere Teil ist frisches Geld, das von der Federal Reserve in Umlauf gebracht wird. Das ist nachfrageabhängig. So viel Geld der Markt nachfragt, so viel bekommt er auch. Und die Nachfrage ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Die New Yorker Federal Reserve versorgt aber nicht nur ihren Finanzbezirk mit Geld, sondern auch ausländische Bankhäuser. Deshalb muss sie besonders viel frisches Bargeld umschichten. Jeder dieser Behälter enthält bis zu 300.000 Geldscheine, die 30 Millionen Dollar wert sein können. Seit 1992 benutzt die Federal Reserve selbstgesteuerte Fahrzeuge, deren Fahrwege auf den Zentimeter genau programmiert wurden. Dieses Roboterfahrzeug rollt gerade in den wichtigsten Raum in diesem Gebäude, den wohl größten Bargeld-Safe weltweit. Sein Grundriss ist streng geheim. Man weiß nur, dass er 3 Stockwerke hoch ist, die Ausdehnung eines Fußballplatzes erreicht und vollautomatisch funktioniert. Hier lagert normalerweise Bargeld im Wert von 70 bis 90 Milliarden Dollar. Rund um die Uhr bewegen 4 Kräne Unmengen von Banknoten hin und her, je nachdem, ob Geld abgerufen wird oder dazukommt. Das abgerufene Geld landet zum größten Teil außerhalb der USA. Mittlerweile befindet sich über die Hälfte der existierenden Dollarmenge, immerhin 360 Milliarden Dollar, im Ausland. Das und die Zunahme hochwertiger Kopiergeräte hat ein altbekanntes Problem deutlich verschärft. Inzwischen wird auch in Regionen mit dem Dollar bezahlt, die für uns bisher nicht zugänglich waren. Zudem wird heutzutage mehr gereist. Das macht den Dollar zu einem lohnenden Ziel für international operierende Fälscher. Der US-Dollar ist die am häufigsten gefälschte Währung. In New York hat der Zoll diesen Koffer sichergestellt. Die Blüten, die man darin gefunden hat, gehören beileibe nicht zu den besten. Wir bekommen hier alles Mögliche. Von dieser täuschend echten 100-Dollar-Note aus Kolumbien bis zu diesem mit einem Tintenstrahldrucker hergestellten Schein, der wahrscheinlich in irgendeiner Garage entstanden ist. Jede Blüte wird genau untersucht. Ihre Eigenheiten landen in einer Datenbank des Secret Service. Der Computer prüft blitzschnell, ob schon einmal eine Fälschung mit ähnlichen Merkmalen aufgetaucht ist. Dann ist James Bradley am Zug. Der Spezialist für gefälschte Banknoten sucht aus dem Archiv die Blüten heraus, die der Computer als ähnlich identifiziert hat. Stark vergrößert fallen auch winzige Abweichungen sofort ins Auge. Bei jedem vergleiche ich, ob nicht ein Schein aus unserem Archiv denselben Fehler aufweist. Bradley glaubt, fündig geworden zu sein. Die Linien am Rand der Note weisen ähnliche Unregelmäßigkeiten auf. Das Papier nachzuahmen ist für den Fälscher am schwierigsten. Und das Schwierigste beim Papier ist das Wasserzeichen. Diese gefälschte Banknote sehen wir unter normalem Licht. Man ahnt, dass da ein Wasserzeichen ist. Wenn ich die Lichtquelle verändere und den Schein von hinten beleuchte, dann kann man das gefälschte Wasserzeichen auf diesem Schein deutlich erkennen. Unter ultraviolettem Licht ist das Wasserzeichen immer noch zu sehen. Das wäre bei einem echten Schein mit einem echten Wasserzeichen nicht der Fall.
Aber nicht nur das Wasserzeichen, auch das Papier selbst verhält sich anders. Nur das gefälschte Papier bleibt unter ultraviolettem Licht sichtbar, wegen der darin enthaltenen chemischen Bleichmittel. Kriminalisten interessieren sich für andere Spuren auf den Blüten. Zunächst kommt der gefälschte Schein in ein Bad mit einer chemischen Lösung. Die reagiert mit Aminosäuren, die sich als Rückstände von Fingerabdrücken auf der Oberfläche der Banknote befinden. Unter Wärmeeinwirkung findet eine erstaunliche Veränderung statt. Das könnten die Fingerabdrücke des Fälschers sein. Nicht immer genügt ein Bügeleisen. Diese Blüte ist ebenfalls chemisch behandelt worden. Durch eine Spezialbrille mit orangenen Gläsern betrachtet, beginnen die Fingerabdrücke unter Laserlicht zu leuchten. Wieder wird das Ergebnis mit einer Datenbank des Secret Service abgeglichen. In ihr sind alle Fingerabdrücke von einschlägig vorbestraften US-Bürgern gespeichert. Passt ein auf einer Blüte entdeckter Fingerabdruck exakt zu einem aus der Datenbank, ist der Täter entlarvt. Durchschnittlich gehen dem Secret Service etwa 4000 Fälscher pro Jahr ins Netz. Der Hauptgrund, warum Fälscher gefasst werden, ist ihre Gier. Sie kann es nicht erwarten, ihr Produkt auszugeben. Jedes Mal, wenn eine Blüte in Umlauf kommt, hilft uns das. Der Fälscher hinterlässt Spuren, durch den Schein selbst oder weil ihn Augenzeugen identifizieren können. Aber die gewieftesten Fälscher befinden sich noch auf freiem Fuß. Sie haben den sogenannten Superdollar gedruckt, einen 100-Dollar-Schein, der verblüffend authentisch aussieht. Der Secret Service glaubt, dass er auf denselben Maschinen hergestellt wird wie der echte Dollar. Die Intaglio-Drucker sind so teuer, dass die Amerikaner schon andere Regierungen verdächtigt haben, ihre Finger im Fälscherspiel zu haben. Nur ein Staat habe das finanzielle Potenzial für solche Investitionen. Wir sollten bedenken, dass Kriminelle äußerst kreativ sind und wir ihnen immer einen Schritt voraus sein müssen. Und das heißt ständige Veränderung. Geld wird künftig wohl schneller verändert werden als bisher. Wir rechnen damit, den Dollar alle 7 bis 12 Jahre neu zu gestalten oder wenigstens neue Sicherheitsmerkmale hinzuzufügen. Eines wird in absehbarer Zeit aber gleich bleiben: die Rolle des Federal Reserve Systems als Hüter der Währung. Die meisten Amerikaner wissen nicht, wie ihr Zentralbanksystem funktioniert. Und das wollen die Verantwortlichen unbedingt ändern. Wir unterstützen dieses Programm wegen der Studenten, die daran teilnehmen. Die angesprochenen Studenten sind die Finalisten eines Wettbewerbs, der Fed Challenge heißt. Und denken Sie daran, Zentralbanker lächeln nie. Wie Alan Greenspan und Co. ringen diese angehenden Zentralbanker um die richtige Geldpolitik. Gewinnen wird, wer den enormen Veränderungen, die derzeit die Weltwirtschaft durcheinanderwirbeln, am besten begegnen kann. Wir von der Fed müssen deutlich machen, was dahinter steckt, wenn eine Volkswirtschaft gut funktioniert. Und sagen, was wir dazu beitragen können. Das ist unsere größte Herausforderung. Eine Herausforderung, der sich vielleicht einmal diese Studenten stellen werden. Die Fed kann nicht Wachstum und Wohlstand erzeugen. Das tut das Volk. Wir müssen die Bedingungen herstellen, die den Menschen ermöglichen, es zu tun. Alle unsere Entscheidungen beruhen darauf.